mehr von mir. Doch. Hallo. So, ja. So. So, Platz. Platz, ja. So. So ist gut, ja. Also, 1970 war ich in Ahmedabad in Indien an der Hochschule und anschließend eine Reise nach Japan mit meiner Frau. Und da kam ein junger Mann auf mich zu, hat zwei Tickets aus der Tasche gezogen, hat gesagt, ich bin eingeladen nach Fukagawa, das ist im Süden von Japan, 1000 Kilometer von Tokio weg. Und ganz im Süden unten ist die Firma, die das Porzellan für das Kaiserhaus macht. Nun gingen also leider Gottes 10 Jahre vorbei und ich kam erst nochmal 1979 nach Japan für eine Ausstellung über das Land Baden-Württemberg mit der Firma Grahlglas und der Majolika. Und wir hatten da ungefähr 800 Sachen oder 900 Sachen speziell für Japan gemacht, weil Japan eine bestimmte Art von Keramik wünschte. Das heißt kleine Sachen, Becher, Gefäße, Vasen und solche Sachen, die man eben dementsprechend verwenden könnte. Und ich habe speziell dann in Deutschland die Modelle angefertigt und habe die bei Lufthansa in einer Kiste, in mehreren Kisten, nach Japan transportieren lassen und habe darum gebeten, Rohlinge, das heißt Porzellanstücke zu machen, die wir dann später bemalen konnten. Und dann fing das an, indem dass ich mit Kobalt anfing, die Sachen zu bemalen. Die Japaner, denen war in dieser Art, wie ich das gemacht habe, so strenge Form und mit diesen farbigen, exakten Bemalungen waren die eigentlich, das war für die ganz neu. Denn die Japaner malen sehr naturmäßig mit dem Pinsel die Sachen eigentlich auf das Rohprodukt auf. Das ist nicht gebrannt, sondern das ist nur getrocknet. Und das saugt die Farbe sofort ein in das Porzellanteil. Und wenn Sie einen falschen Strich machen, dann bleibt er drin, den kriegen Sie nicht mehr raus. Dagegen bei den deutschen Porzellan konnte das man mit einer Rasierklinge wieder abkratzen und dann war es weg. Und in Japan kam das am Feuer wieder raus. Und das ging natürlich immer 3 Tage, bis das Ergebnis durchs Feuer und durch den Brand eigentlich zum Vorschein kam. Und der Chef, der saß unmittelbar daneben und hat dann eine Japanerin oder 2 Japanerinnen gebeten, sie solle mir zuschauen, wie ich die Sachen mache. Und das war ganz interessant, wir konnten also ganz grob miteinander diskutieren. Es gab eine Tafel, da stand das in Englisch, in Japanisch und in Deutsch hintereinander. Also irgendwie mehr Feuer, weniger Feuer oder eine andere Farbe. Mit dieser Schale, die ich in Holz ausgeführt habe im Schwarzwald, kam ich zu Rosenthal und habe mich bemüht, Kontakt mit Rosenthal aufzunehmen. Sofort hat der Direktor Rank gesagt, ich sollte die Schale hier lassen und möchte sie dem Philipp Rosenthal zeigen. Und 2 Tage darauf hatte ich ein Telegramm, bitte komme sofort, du musst deine Form machen. Und das war der Anfang einer neuen Form. Die wurde damals gemacht im Porzellan, so wie sie da steht, stand am Fenster von Hutschenreuther gegenüber und mir wurde dann gesagt von einem netten Fräulein, die würden mit einem Fernglas aus rüber schauen
und würden das sehen, was wir da drüben machen. Und so war es auch, die Form kam, Philipp Rosenthal hat die 1954 an die Triennale gestellt und tatsächlich eine ähnliche Form mit einem anderen Knopf, mit einem anderen Henkel, aber es so ähnlich, dass Philipp Rosenthal wütend war und gesagt hat, die machen wir nicht, die schmeißen wir gleich raus. Damit war diese Form eigentlich schon passé. Und er hat gleich zu mir gesagt, mach eine neue Form. Und da fing ich an, mit der Form ABC zu machen. Und das ist der Renner gewesen von Rosenthal überhaupt. Das waren unter 120 Dekoren, die da drauf von verschiedenen Künstlern gemalt worden ist, von Wimpler bis Werkela, bis alle zusammen. Und die lief auch wahnsinnig gut. Das war das große Geschäft von der neuen Form. Außer der Levi-Form 2000 kam diese dann nachträglich und das war ein großer Erfolg. Das war die Muckerkanne dazu und da gab es auch Muckertassen und das waren interessante Lösungen, die viele Jahre gemacht worden sind. Das Prinzip ist für die Lufthansa ein Tablett gewesen, das ich gekriegt habe, in einer bestimmten Abgröße, die in den Container reinpasst. Die haben da einen Griff gehabt, so runde. Und dort drauf hat man einen Teller entwickelt, dafür eine Tasse entwickelt und zwischen Teller und zwei Salzstreuer und zwei Gläser. Das ist das Prinzip und Aschebacher. Und das ganze Ding hat eigentlich ausgesehen, ich mache es jetzt im Schnitt. Im Schnitt ist das so gewesen, das Prinzip ist ein flacher Teller gewesen. Und die Tasse ist eckig gewesen, hätte einen kleinen Absatz gehabt da und hätte einen Henkel gehabt. Und ist im Grundprinzip rund gewesen. Also genauso wie die da. Das ist eine rechteckige Platte, die solche Profile innerhalb der Platte aufweist. Die sind gedacht, für die Akustik im Raum eigentlich zu unterbinden. Das ist das Wesentliche, was die Platte ausmacht, durch das die Struktur hat. Und das ist also der Gedanke für die Gedächtniskirche in Berlin, dass wir das in Berlin so machen. Und dann sind wir auf die Deko, dass wir doppelwandig machen in Berlin und dann ist die Akustik wesentlich besser geworden. Das ist der Unterschied zwischen der Farbe Menge des Profils ist. Ne? Das Haus haben wir 1958 geplant und haben es auch gezeichnet. Zuerst habe ich Egon Eiermann gefragt, ob er das Haus baut. Und dann hat er gesagt, das Haus baust du dir selbst. Und dann habe ich Corbusier angeschrieben, habe ihn gefragt und habe ihm ungefähr 20 Aufnahmen geschickt von meinen Arbeiten, die ich gemacht habe. Da hat er genau dasselbe zurückgeschrieben. Ein Mann, der so Sachen macht, baut sein Haus selbst.